Hurra, ein Update ist wohl da. Mal sehen, was ich alles so verpasst habe. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Jo. Entschuldigt bitte, es gab wohl ein Update. Ihr seht es da unten, es gibt Geschenke, auch nicht schlecht. Da bin ich wirklich mal gespannt, aber das Update, ich hätte da gerne viel, viel mehr zu gesagt, Leute. Aber ich habe null Zeit im Moment. Ich quetsche jetzt die 10 Minuten hier gerade irgendwie so irgendwie zwischen meinen Arbeitsalltag, weil wir sind am Troubleshooten wie die Irren hier und ich habe null Zeit, überhaupt irgendetwas zu machen, auch wenn ich im Homeoffice rum arbeite. Aber ich will wenigstens ganz, ganz kurz auf die Sachen eingehen, die ich natürlich verpasst habe. Was habe ich eigentlich verpasst? Ich habe nicht verpasst, den Client von Deutsch auf Englisch zu stellen, denn im Englischen könnt ihr die ganzen News alle schon lesen, die es gab. Das heißt also, das komplette Dezember-Update in den Release-Notes hier gibt es schon im englischen Bereich. Im deutschen Bereich ist das noch fehl am Platz. Auch im deutschen Blog findet man leider noch nichts. Und es ist ja doch ein bisschen zu viel, um das jetzt mal eben in 10 Minuten zu besprechen. Aber ich kann euch sagen, eigentlich finde ich das Update nicht so prall. Okay, das finde ich natürlich schon wieder ganz gut, dass man hier etwas erspielen kann und man bekommt dafür Dekoration. Ja, das ist ja was Neues im Spiel, in jedem Fall. Und ich gucke mal gerade rein, was man da spielen muss. Okay, einen Weihnachtsbaum muss man spielen, alles klar. Mit der neuen Truppe, mit dem Superminer, gucken wir gleich mal rein. Und mit dem Battle Drill, den haben ja auch noch nicht so viele auf der Schippe. Dezember Update, das mache ich mal eben für mein Bildchen hier. Und also wir haben eine neue Truppe. Jetzt muss ich natürlich eigentlich auch auf das Dorf gehen, was auch den Superminer hat. Den gibt es erst ab Rathaus 13 oder 12 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steckt er hier jetzt mit drin. Da ist er. Und man kann ihn natürlich wie immer tryen. Das will ich auch kurz mal machen, nur um kurz ein Gefühl zu bekommen, wie ist der Kollege eigentlich? Wie ist der Kollege eigentlich drauf? Aber ich glaube, der Kollege ist gut drauf. Okay, wir gehen hier rein und der Kollege geht gegen alles. Alles klar, der geht auf jeden Fall gegen alles. Und der mauert gut rein hier. Okay, der mauert mal richtig gut rein hier. Ich hatte ja ich habe mir ja so ein paar Videos vom YouTuber-Kollegen angeschaut und der große Vorteil, also tatsächlich haben wir ja mal was angeschaut, so als React, ne? So als React am Wochenende in dem Livestream am, ich glaube Samstag war es, ne? Und was natürlich sehr witzig war, allerdings, jetzt muss ich eben mal hier friesen, allerdings, zu Recht ist der Superminer schon ganz schön super, weil den stören keine Fallen, also zumindest keine Sprungfallen. Da geht er rüber hinweg. Ich meine, er ist auch ein bisschen eine ganz kleine Ecke schwerer als seine Artgenossen, als die Kleinen. Und die fliegen ja hier und da schon mal so ein bisschen durch die Lüfte. Aber hier kann das ja eigentlich nicht passieren. Und der geht wirklich gut durch, ne? Ich meine, Leute, ich habe die das erste Mal jetzt gerade drin und die legen das Dorf hier in Schutt und Asche, würde ich mal fast so sagen. Ungebremst, okay. Also Superminer, ja, ich habe auch geteilte Stimmen gehört, so nach dem Motto, der ist nix. Den können wir in der Legende ja mal gar nicht einsetzen, aber ich meine, so wie der hier jetzt eben mal durchgegangen ist, kann man den wohl doch ganz gut einsetzen, scheinbar. Alles klar, leider gibt es fürs Tryen nichts. Aber ist nicht so schlimm. Er hat 24 Housing Space, also ich sag mal so ähnlich klein wie der Super Titan oder die Super Titanin. Die hat jetzt 32, aber sicherlich ausbaufähig, werden wir demnächst sehen, wenn wir die mal nutzen, die Truppe. Wir haben eine neue Event-Truppe. Die ist nur saisonal da. Das haben, glaube ich, auch nicht alle verstanden. Das ist die Widerreiterin hier, die kommt aus Clash Royale. Ja, auch da sind ja meine Meinungen, gehen da mal so ein bisschen getrennt oder gehen da so ein bisschen auseinander. Ich finde es halt manchmal ein bisschen lame, dass etwas einfach aus anderen Spielen in andere Spiele reingenommen wird und dann so getan wird, als wenn, oh, das ist was Neues. Ist es ja eigentlich gar nicht.
Und von daher fand ich das jetzt, ja, die kann man sicherlich nutzen. Ich bin mal gespannt. Oftmals kannst du Eventtruppen vor allen Dingen in den Klankriegen ganz gut nutzen. Ich erinnere nur an den an den Geist, mit dem du hier die Rathaus 15 Dörfer niedergemetzelt hast, ohne Probleme. Und aber das Bahnbrechende ist ja, glaube ich, im Hauptdorf, dass man hier jetzt eine Schippe nehmen kann. Und wenn man die Schippe an einem Baum genommen hat, dann kann man diesen Baum unendlich oft verschieben. Oder halt nicht nur einen Baum, sondern auch irgendein anderes Hindernis. Sind die dann besonders markiert, Leute? Das müsst ihr mir mal sagen. Ich probiere das jetzt gar nicht erst aus, weil ich finde diese Schaufelaktion sowieso sowas von unnötig hier bei Clash of Clans. Das ist irgendwie nur unnötige Geldschneiderei hier, dass man sein Dorf aufhübscht, obwohl es hier gar kein richtiges Housing gibt in Clash of Clans und dort auch noch Geld oder Juwelen ausgeben muss, womöglich, wenn man keine mehr hat oder keine mehr zum Looten hat, um ein Hindernis aus der Welt zu schaffen oder woanders hinzuschieben. Naja, ich weiß nicht, ihr kennt meine Meinung über die Schaufel. Aber das Bahnbrechende gibt es natürlich hier in der Clanstadt. Es gibt einen neuen Distrikt, den Skeleton Park, und ich habe mir auch extra 13.730 aufgespart auf diesem Account hier, damit wir hier gleich was machen können, was auch immer. Scheinbar gibt es natürlich erstmal viel zu rebuilden. Wir können so ein bisschen was upgraden. Okay, das können wir sogar schon. Das unlockt nochmal richtig viel Zeug hier. Okay, machen wir. Ich mache das einfach mal gleich einen Favoriten raus. Und es gibt natürlich ein neues Hindernis, den sogenannten Mini-Minion-Hive. Also hier kommen kleine Minions raus, um das Dorf etwas zu verteidigen. Das heißt also, ihr solltet auch auf jeden Fall irgendwas im Petto haben, um, ich denke mal, das sind ja Lufteinheiten, Ground und Air, um die dann irgendwie wieder loszuwerden. Sonst können die, glaube ich, ziemlich nervig werden. Und das neue Gebäude ist hier natürlich noch nicht. Das muss man wahrscheinlich erst entlocken. Das wird wahrscheinlich hier entlockt, kann das sein? Das neue Gebäude wird hier noch nicht entlockt. Okay, wird hier entlockt, denn es gibt noch ein neues Gebäude, was sich so komisch dreht und den Gegner so schnetzelt, hätte ich fast gesagt. Aber das neue Gebäude ist ja hier noch gar nicht da. Glaube ich zumindest, dass ich es nicht gerade mal nicht sehe. Und das wird sich dann irgendwo hier runter womöglich. Da ist es. Da ist es, der Reflektor. Ja, das ist der. Der dreht sich so schön. Alles, was ihm etwas zu nahe kommt, das wird weggeflektort. Alles klar, den muss man sich also hier unter den Ruinen freimachen. Irgendwo sowas ähnliches lag mir eigentlich auch an. Das ist ja auch immer so. Und es gibt natürlich eine neue Truppe. Also hierfür müssen wir auf jeden Fall den Distrikt sowieso oder den Bezirk sowieso auf 2 haben, damit wir den Inferno-Drachen auch auf Level 2 bekommen. Denn auf 1, glaube ich, jetzt in den starken Dörfern macht er womöglich nicht so wirklich Sinn. Denn wenn man schon starkes Clan oder eine starke Clanstadt hat, dann macht es fast keinen Sinn, mit einer Level 1 Truppe da aufzuwarten. Und deswegen können wir die gleich auf 2 ziehen, würde ich sagen. Und aber ich glaube, das ultra bahnbrechendste ist das sogenannte Housing hier bei Clash of Clans. Da, Thorstens Haus. Wieso wird mein Haus jetzt gleich betitelt? Ich will aber das. Das ist Uschis Haus. Ach du Scheiße. Okay, das ist Uschis Bude. Uschi, wir sind Nachbarn. Alles klar? Okay, wir sind Nachbarn. This is from your home, okay, away from the home village. It has a much better view. Ja, das sehe ich. Das sieht aber noch so aus wie das alte, mein Lieber. Und man kann es jetzt customizen, also man kann es selber so ein bisschen hübsch machen, sage ich mal. Auch das finde ich hier in diesem Spiel, Leute, tut mir leid. Ihr, da könnt ihr denken, was ihr wollt. Ich finde das eine Geldschneiderei, weil hier ist auch noch Luft ohne Ende. Und ich gehe mal davon aus, dass du ja klar, muss irgendwann mal Liga-Medaillen für bezahlen, denn es gibt ja mittlerweile dann auch jetzt ab nächste Woche hier oder ab Freitag eine Clanstadt-Liga. Wie die genau funktioniert, komme ich am besten dann drauf, wenn die Liga läuft. Und aber hier
ist das hier, glaub mir, das kann man irgendwann im Shop kaufen, hier diese Dekos und so, ja, und diese schönen Dächer etc. Aber man kann das ein bisschen aufhübschen hier. Und was ist das eigentlich? Ah ja, okay, das ist der Rumpf oder die Walls. Ja, okay, das ist dann der Ground. Den kann man auch noch mal schick machen. Schöner wäre ja, wenn wir irgendwas mit Schnee hätten. Wir haben ja im Moment wenigstens Winter. Das ist das Normale, alles klar. Und ach so, man muss hier Apply drücken. Apply. Okay. Die Walls hatten wir, glaube ich, auch so. Den Boden wollten wir den nehmen hier. Okay. Also der wird genommen. Und als Deko gibt es hier paar hübsche Sachen. Okay. Eine Bombe, alles klar, besser eine Bombe, dann kommt Uschi nicht rein, ne? Besser eine Bombe vor der Tür. Naja, und dann sieht das Haus halt schicker aus. Ich zeige euch mal wirkliches Housing. Ja? Wenn es soweit ist, dann zeige ich euch mal wirkliches Housing, aber das ist ein Witz. Tut mir leid. Auch einige andere Sachen sind hier, glaube ich, eingezogen. Ach nee, die. Ach guck mal, die haben auch schon schicke Häuser hier. Auch nicht schlecht. Jeder war schon mal in der Clanstadt, außer Toto mit seiner Hütte hier. Okay, ich möchte aber ganz gerne hier eigentlich hin. Da muss ich mit denen mal tauschen. Und scheinbar sind ja 50 Hütten da. Ein paar werden also auch leer stehen hier. Bin ich echt mal gespannt, aber naja. Und das hier ist die Liga hier. Es gibt dann Top-Clans im Moment. Okay, die sind doch schon ausgezählt, aber wir haben ja noch nichts bekommen. Wieso haben die schon 430 bekommen? Und wir selber sind unranked. Da frage ich mich jetzt schon wieder. Ja, das frage ich mich jetzt schon wieder. Wieso haben die hier schon was bekommen und wir sind unranked? Haben die eine andere Woche als wir? Kann natürlich sein, ne? Okay, kann natürlich sein. Und lokal haben die auch schon was gekriegt. Wie kommt das denn? Wieso haben wir nichts? Toll. Beschiss. Das ist doch Betrug. Das ist doch Betrug. Obwohl, je nachdem, wie früh oder spät du das startest, aber es endet ja eigentlich montags morgens immer, ne? Ja, da müssen wir uns ein bisschen näher mit beschäftigen. Aber wie gesagt, ich habe da im Moment eher wenig Zeit leider für. Und ich hoffe, dass ich heute Abend noch überhaupt auch noch in Livestream vielleicht reinkomme mit euch oder für euch. Dass wir ein bisschen was machen können. Das gämmt hier auch keiner. Und dann, ja, schauen wir mal etwas tiefer ins Update. Also kommt in den Titel auf jeden Fall schon mal irgendwas mit Update-Talk rein. Und das Geschenk hier, ja, da gucke ich jetzt mal bei den anderen YouTubern, die haben das schon gespielt. Dann haben wir hier eine neue Deko. Ne? Deswegen sage ich ja, das wird es zum Erspielen geben, das wird es auch im Shop geben. Was gibt es denn im Shop? Okay, da darf ich jetzt mal wieder nicht hingucken, Leute. Hui. Okay. Ja, schöne Sachen, Dankeschön. Und es gibt natürlich den Santas-Bell wie jedes Jahr zu Weihnachten. Also auch den könnt ihr natürlich ausprobieren. Ich muss mal gerade gucken, welcher das ist. Da ist der Santa Surprise, zwei Housing Space. Und hier gibt es natürlich auch einen neuen Zauber in der Clanstadt. Denn dort gibt es hier unten, ich glaube, ah nee, die können wir ja, glaube ich, schon bauen. Hier gibt es einen neuen Zauber. Und zwar den Graveyard Spell, also den Grabsteinzauber und oder Grabzauber heißt er, ne? Den gibt es auch in Clash Royale, aber hier wird er jetzt dauerhaft bleiben. Und den habe ich mir schon gesehen. Find Factory, okay. Wir haben noch keine Factory gefunden, also müssen wir die, muss ich mal genau nachgucken, wo das Zeug hier steckt. Naja, immerhin habt ihr was von mir gehört und gesehen. Wir haben die Liga sauber beendet. Hier beim Clan Herausforderer sind wir, meine ich, Fünfter geworden. Also Liga gehalten oder Vierter. Ganz solide. Beim Clan Free-to-Play sind wir Dritter geworden. Fast Aufstieg. Hat nicht mehr ganz so viel gefehlt, obwohl die Woche schon nervenaufreibend war. Aber dennoch, schauen wir mal, was die nächsten Wochen hier mit sich bringen. Vor allen Dingen hier in der Geschenkbox. Ich meine, hurra, es gibt eine Schippe. Mensch. Und natürlich Dekos. Das ist die neue Geschäftsidee hier. Also so ganz überzeugt bin ich davon noch nicht, aber ich wollte es vermeiden, dass ich das hier so mit euch durchacker, so ganz, ganz hart. Und das machen wir dann, glaube ich, ja, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da abonnieren, nicht vergessen und am Ball dranbleiben. Und ja, dann verpasse ich sicherlich wieder kein Update. Ich habe ja überhaupt keine Videos gemacht von den Sneaks.
weil wir ja fast nur gestreamt haben oder aber ich wollte das nicht machen, weil es keinen Sinn macht für uns, Sachen zu zeigen, das habe ich euch auch schon mal gesagt, die andere quasi schon fertig abgedreht haben und schon getestet haben, weil sie halt vom Rang her oftmals besser sind als das normale Völkchen. Bis dahin, Leute, danke und ciao, ciao, euer Toto. Echt.